Chopin kommt durch in Extremis. Roy und Konecker. Von den Tessiner Verteidigern aus dem Spiel genommen, dann ohne Helm. Der Topscorer, der Berner. Außerdem auch noch ganz leicht blockiert von Zanitz. Und jetzt kommt Roy zu Hilfe und jetzt dürfte es ein bisschen ausatmen, ja. Hat sich etwas abgezeichnet. So, hier die Szene. Konecker am Boden. Zanitz zieht ihm zuerst den Helm aus. Okay, dann drückt ihn Fura zu Boden und dann lassen sie einfach nicht mehr locker, die Lugano-Spieler. Und Walkers Hand will gar nicht mehr aus dem Gesicht von Rüfenacht.